ist das, glaube ich, auch bei jeder Trauerfeier wichtig, dass man zusammenkommt und sich erinnert. Weil so geht es jedenfalls mir, wenn ich mit über oder wegen jemandem trauere, dann ist es immer, sind es immer die Erinnerungen, die man gemeinsam hatte, die einem dann helfen, auch über den Schmerzen wegzukommen, sich daran zu erinnern, wie man gemeinsam etwas erlebt hat, sei es etwas Freudiges, aber eben auch möglicherweise etwas Trauriges. So hilft das doch da dann, den oder diejenige nochmal wieder zum Leben zu erwecken und dieses Erinnern, das soll das sein, was wir heute hier auch gemeinsam machen. Und genau, schön, dass ihr dafür gekommen seid. Jetzt wird gleich Frau Pastor Erla, Pastorin Erla etwas noch sagen, eine kleine Predigt. Und dann gehen wir mit den Kerzen rüber zum Bau. Maike macht Musik. Genau, das Essen. Have you seen the old man in the closed down market kicking up the paper with his worn out shoes? In his arms you see no blood and hopelessly at his side. Yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Nachdenken und die Zeit haben, die Ruhe. Ja? Ein Name und immer eine Kerze. Dann fange ich an mit dem ersten Namen. Piotr Rusziuski. Eddie, stell deine Kerze. Eine Kerze, Eddie? Ja, danke schön. Because I'm sure you fall late for Jesse.